In einer Welt voller unberechenbarem Glück und magischer Abenteuer begibt sich Sam, eine Waise mit einem goldenen Herzen, auf eine kühne Reise ins Land des Glücks, um eine Glücksmünze für ihre engste Begleiterin, Hazel, zu finden. Doch ahnt sie nicht, dass diese Quest sie zu unerwarteten Freundschaften, unglaublichen Herausforderungen und letztendlich zu dem größten Glück führen wird, das sie sich jemals vorstellen konnte. Sam, eine Waise, die gerade 18 Jahre alt geworden ist, steht kurz davor, das Waisenhaus zu verlassen. Ihre engste Begleiterin ist Hazel, ein 8-jähriges Mädchen, das es liebt, mit Sam Tanzschritte zu üben. Während des Übens passiert ein Unfall und das ganze Set stürzt auf Sam. Entschlossen, ihrer Freundin bei diesem Schicksalsschlag zu helfen, bietet Hazel ihr einen Glücksbringer aus ihrer kostbaren Sammlung an, die sie in einer kleinen Schachtel aufbewahrt. Hazel hofft, dass diese Glücksbringer Sam während des bevorstehenden Besuchs eines potenziellen Adoptivpaars am nächsten Wochenende Glück bringen werden. Das einzige Element, das noch in Hazels Sammlung fehlt, ist eine Glücksmünze, die sie bisher nicht finden konnte. Während ihres Gesprächs kommt die Leiterin des Waisenhauses an und verkündet, dass die Sozialarbeiterin gekommen ist, um Sam in ihre neue Wohnung zu bringen. Mit einem schweren Herzen verabschiedet sich Sam von Hazel und verspricht, ihr eine Glücksmünze mitzubringen, falls sie eine vor dem Besuch des Paares findet. Kurz darauf steigt Sam in ein Auto mit all ihren Dokumenten und fährt zu ihrem neuen Zuhause. Aus Neugier öffnet sie die Schachtel und entdeckt ein altes Foto, das Erinnerungen an den Tag wachruft, an dem sie adoptiert werden sollte. Doch das potenzielle Paar ist nicht erschienen, genau wie es schon mehrmals zuvor passiert ist. Trotz ihrer Pechsträhne hat Sam gelernt, mit solchen Enttäuschungen umzugehen. Nach ihrer Ankunft in ihrer neuen Wohnung überreicht die Sozialarbeiterin ihr die Schlüssel. Bei einem kleinen Missgeschick lässt Sam die Schlüssel versehentlich in der Nähe eines Kanalschachtes fallen, aber glücklicherweise bleiben sie vor dem Hineinfallen bewahrt. Die Sozialarbeiterin hatte für diesen Fall vorgesorgt und gibt Sam einen Ersatzschlüssel. Nach einer erholsamen Nacht wacht Sam vom Geräusch eines Rasenmähers vor ihrem offenen Fenster auf und Blätter fliegen in ihr Zimmer. Als sie versucht, das Fenster zu schließen, verliert sie das Gleichgewicht und fällt auf ihr Bett. Mit nur wenigen Minuten Zeit, sich für ihren ersten Arbeitstag fertig zu machen, duscht Sam hastig. Als ein kleines Hindernis auftritt und der Besen in der Badezimmertür stecken bleibt, nutzt sie geschickt eine Zahnpastatube, um den Besenstiel anzuheben und die Tür zu öffnen. Nachdem sie ein paar Socken gefunden hat, eilt sie los, um ihr Frühstück zu schnappen und den Tag zu beginnen. Inmitten einer Reihe unglücklicher Ereignisse fällt das Marmeladenglas versehentlich herunter, wodurch das Stück Brot an die Wand spritzt und ein Chaos verursacht, das bis zum Boden reicht. Nachdem sie das Durcheinander aufgeräumt hat, macht sich das Mädchen auf den Weg zur Arbeit mit ihrem Fahrrad, stellt aber fest, dass ihr Reifen platt ist und aufgepumpt werden muss. Trotz all dieser unerwarteten Rückschläge schafft sie es rechtzeitig anzukommen und bekommt Lob von ihrem neuen Chef. Im Laufe des Tages sieht sich Sam mit Hindernissen bei verschiedenen Aufgaben konfrontiert, woraufhin Marvin ihr die Aufgabe überträgt, Einkaufswagen zu handhaben, um das Risiko von Unfällen bei der Arbeit zu reduzieren. Am Wochenende plant sie, Hazel im Waisenhaus zu besuchen, bevor Hazel adoptiert wird. Leider wird der Besuch abgesagt, aber Sam erfährt, dass ein anderes Paar in 2 Tagen Hazel besuchen wird. Dies lässt sie traurig werden, da sie sich in Hazels Situation einfühlen kann. Als sie ihre Freundin trifft, erkennt Sam, wie niedergeschlagen und ängstlich sich Hazel wegen der fehlenden Familie fühlt. Sie versucht, ihre Stimmung zu verbessern, versichert ihr, dass bald eine liebevolle Familie kommen wird. In dieser Nacht kehrt Sam in ein Café zurück, aber alle Tische sind besetzt. Sie endet damit, auf dem Bürgersteig zu sitzen, wo sich eine schwarze Katze ihr anschließt. Freundlich teilt sie ihren Snack mit der Katze. Danach findet Sam eine Münze auf dem Boden und erinnert sich an Hazels Situation. Entschlossen, ihre Sammlung glücklicher Gegenstände zu vervollständigen, beschließt Sam, die Münze Hazel zu geben, in der Hoffnung, dass sie ihr Glück bringen und zur Adoption führen wird. Am nächsten Morgen erlebt sie eine seltsame Begebenheit. Sie wacht genau dann auf, als ihr Wecker klingelt. Trotz der Arbeit des Gärtners gelangt nur ein einzelnes Blatt in ihr Zimmer. Später, in der Badewanne, fällt die Glücksmünze aus ihrer Tasche und offenbart ein 4-blättriges Kleeblatt-Design. Überzeugt von ihrem Glück, testet sie den Zauber der Münze und beobachtet, wie die Marmeladenseite einer fallenden Brotscheibe reagiert, wie sie es erhoffte. Voller Zuversicht, dass die Münze für Hazel einen Unterschied machen kann, ruft Sam im Waisenhaus an, um Mrs. Rivera mitzuteilen, dass sie später bei der Arbeit vorbeikommen wird. Den ganzen Tag über läuft alles außergewöhnlich gut für Sam. Und sie beeindruckt Marvin mit ihren Fähigkeiten.
Als der Abend naht, macht sie sich bereit zu gehen, verliert aber versehentlich die Glücksmünze in der Toilette. Verzweifelt und bemüht, die automatische Spülung zu vermeiden, scheitert sie und verliert die Münze in der Kanalisation. Während sie über das Missgeschick verärgert ist, begegnet Sam der schwarzen Katze von der vorherigen Nacht. Mit dem Bedürfnis, sich auszusprechen, vertraut sie dem Tier an, wissend, dass kein Mensch ihre außergewöhnliche Geschichte glauben würde. Überraschenderweise zeigt die Katze ein vierblättriges Kleeblatt-Symbol auf ihrem Halsband, das darauf hindeutet, dass die verlorene Münze ihm gehört. Bestürzt bittet Sam die Katze, ihr eine andere zu geben. Nachdem die Katze die Nachricht gehört hat, flieht sie schnell, was Sam dazu veranlasst, ihr durch die Straßen der Stadt erfolglos zu folgen. Schließlich findet sie das Tier in einer Gasse, wo es ein Passwort auf seiner Tastatur eingibt und ein Portal öffnet, in der Hoffnung, eine andere Glücksmünze zu bekommen. Sam beschließt, der Katze durch das Portal zu folgen und befindet sich unerwartet im Land des Glücks. Zu ihrem Bedauern erkennt sie, dass sie von dem lästigen Mädchen Bob verfolgt wird, was problematisch ist, da Menschen in dieser Welt verboten sind. Verzweifelt, im Land des Glücks zu bleiben, bis die Katze ihr eine andere Münze gibt, erfährt Sam von Bob, dass die Kreaturen hier im menschlichen Reich kein Glück haben und diese Münzen benutzen, wenn sie dorthin reisen. Ihre Pläne werden unterbrochen, als zwei Kobolde auftauchen, und Sam muss sich verstecken, während die Katze nach ihrem verschwundenen Assistenten Jerry fragt. Die Elfen informieren sie, dass Jerry im Münzlager ist, was Sam dazu veranlasst, einen Plan zu schmieden, um eine Münze von dort zu bekommen. Allerdings dürfen nur Elfen das Lager betreten, daher schlägt Bob eine Verkleidung für Sam vor, um am Kapitän vorbeizukommen. Dabei leiht sich Sam einen Knopf aus ihrer Gürteltasche als Ersatzmünze. Während die Katze den Kapitän ablenkt, begeben sich Sam und Bob zum Lager, wo Sam von der Harmonie und Effizienz des Landes des Glücks fasziniert ist. Bob denkt irrtümlich, dass Sam ihm folgt, was zu einem komischen Missgeschick führt, und schließlich treffen sie auf Jerry, der Sam hilft, die Seile im Lager zu lernen. Ihre Versuche, eine Münze zu bekommen, werden zu einer Reihe von komischen Katastrophen, aber trotz allem gesteht Sam Jerry die Wahrheit, der sich entscheidet, ihnen zu helfen, die verlorene Münze zu finden, um Bob vor den Konsequenzen des Unglücks zu bewahren. Während sie strategisieren, teilt Jerry einen Plan mit, der einen Hasendrohnen beinhaltet, um die verlorene Münze aus der Menschenwelt zurückzuholen. Sams elfenähnliche Erscheinung sorgt für Überraschung bei anderen im Land des Glücks, aber sie schaffen es, ihre Mission fortzusetzen. Während eines Tanzes, um die Hasen abzulenken, holt Bob die Münze mit Hilfe der Drohne, aber sie landet in Abwasser, was zu weiteren Komplikationen führt. In dem Versuch, die Drohne zurückzugewinnen, landen sie unbeabsichtigt in der Zwischenwelt, einem Raum, in dem das Unglück und das Land des Glücks aufeinandertreffen. Sams Handlungen führen dazu, dass sie der Schwerkraft des Landes des Glücks entgegenwirkt. Während sie versucht, zurückzukehren, begegnet Sam furchterregenden Kreaturen und muss in einer Bar Schutz suchen, um nicht erkannt zu werden. Als sie die Bar betritt, sieht sie bizarre und unheimliche Szenen mit schreienden Monstern um ein grünes Licht, bevor sie ihre Reise fortsetzt. In der Außenwelt erreicht Sam den Turm 13, geführt von Bob, der erwähnte, dass er einen Durchgang zur Zwischenwelt darstellt. Sam muss Vorsicht walten lassen, um Unglück zu vermeiden, denn die Dinge funktionieren dort anders. Beim Betreten des Turms versteckt sie sich und folgt den Hinweisen, um das violette Licht zu finden. Unter ihr wartet eine kleine Tür, gefüllt mit Insekten, und sie muss an einem Seil hinabsteigen, um ihr Ziel zu erreichen. Dort trifft sie auf der gegenüberliegenden Seite des Bodens wieder auf Bob. Die Katze entfernt ein Schild und fordert Sam auf, hineinzuspringen, was dazu führt, dass sie aufgrund der unterschiedlichen Gravitationsgesetze der beiden Welten zurück auf den Boden gezogen wird. Später bemerkt Bob, dass Sam Unglück an den Füßen haftet, und sie hören Jeff näher kommen, was sie dazu veranlasst, sich zu verstecken. Das Einhorn benutzt eine Schaufel, um die Unglückskörner aufzuräumen, und entdeckt dabei zufällig Sams Versteck. Jeff nimmt an, dass der Staub von seinem Mixer stammt, der Unglückskörner zum Zufallsgenerator transportiert und sie weltweit verteilt. Sam erkundigt sich nach der Funktionsweise des Geräts, während Bob nach der Drohne sucht. Während ihres Gesprächs zeigt Jeff Sam ein Bild von sich selbst mit der Drachenlady und behauptet, sie sei seine große Liebe gewesen. Das Einhorn erklärt, wie es seine von Unglück geplagte Vergangenheit mit Hilfe einer Glücksmünze überwunden hat, die ihm Babe gegeben hatte. Trotz ihrer späteren Trennung schätzt Jeff die 4 Monate, die er mit seiner wahren Liebe verbrachte. Das Wesen hört dann ein Geräusch, das neue Lieferungen signalisiert, und Bob sucht in einem Müllhaufen nach der Drohne, nur um zu erfahren,
das das Einhorn bereits eine gefunden und zur Desinfektion ins Lager geschickt hat. Als sie in das Land des Glücks zurückkehren, fürchtet Bob seine Verbannung, aber Sam hat einen Plan. Sie hat einen Funken Unglück aus der Zwischenwelt mitgebracht und beabsichtigt, Babe zu treffen, der die Kaninchen herbeirufen wird, um den Funken von Sams Schuh zu entfernen. Im Gegenzug wird Babe ihr eine Glücksmünze geben, um das Unglück auszugleichen. Sam kann es kaum erwarten, diese Neuigkeiten mit Bob zu teilen. Allerdings bemerkt Sam, wie die Katze vom Kapitän festgenommen wird, und eilt ihnen hinterher. Sie erklärt, dass sie die Münze gefunden hat, die Bob von seinem Halsband verloren hat, und der Kapitän glaubt, dass alles ein Missverständnis war und verschont Bob vor der Verbannung. Sams nächster Plan ist es, Jeffs Mixer auszuschalten, um das Unglück darin einzuschließen und Hazels erfolgreiche Adoption zu gewährleisten. Später soll Bob den Schalter wieder einschalten, um alles wieder normal zu machen. Nachdem sie ihre Mission im Land des Glücks abgeschlossen hat, verabschiedet sich Sam von ihrem neuen Freund und kehrt über den Aufzug in die menschliche Welt zurück. Allerdings beginnen Körner von Unglück, in das Land einzudringen, und sie eilen zurück in das Gasthaus Zwischenwelt, um zu untersuchen. Leider ist es zu spät, und das Unglück hat die Kontrolle übernommen, und es werden nur violette Partikel in die menschliche Welt geschickt. Als Konsequenz verpassen das Paar Hazels Besuch, und Sam macht sich Sorgen, dass sie keine Familie finden wird. Mit dem unkontrollierten Ausbreiten von Unglück wird der Glücksstein im Zufallsgenerator zerstört, was das Land des Glücks verurteilt. Allerdings braucht Babe Glück, um einen neuen Stein zu schmieden, und alle Münzen sind kontaminiert. Bob bietet seine versteckte Münze an, aber sie ist ebenfalls verdorben. Der Kapitän entdeckt Bobs Herkunft und die Tatsache, dass er die meiste Zeit seines Lebens im Unglück verbracht hat, bis er die Glücksmünze ohne den Glücksstein fand. Der Unglücksstein wird ebenfalls zerstört, was die Verbindung zwischen den beiden Welten trennt. Verzweifelt, nach Hause zurückzukehren, enthüllt Sam ihre menschliche Identität und sucht Hilfe, um die beiden Reiche wieder zu verbinden. Sie erkennt ihre Verantwortung für die Missgeschicke in ihrem Leben und erkennt, dass es nicht allein die Schuld des Unglücks ist. Bob versucht, sie zu trösten, lobt ihre Selbstlosigkeit, die sich darin zeigt, dass sie ihr Mittagessen mit ihm teilt. Sie beschließen, zum Unglück zurückzukehren, um etwas zu finden, das einem Glücksstein ähnelt. In einer Bar, bevölkert von liebenswerten Monstern, treffen sie Rudy, den Barbesitzer und Bürgermeister des Unglücks. Nachdem sie ihren Plan erklärt haben, beschließt Babe, den Zufallsgenerator mit den Glückskörnern zu reparieren, anstatt das Unglück auszurotten. Sam nimmt den Unglücksstein und überredet Babe, Glück und Unglück nebeneinander zu akzeptieren. Das Gleichgewicht wird wiederhergestellt, und das Land des Glücks kehrt zur Normalität zurück, wodurch die Verbindung zwischen den beiden Welten wiederhergestellt wird. Sam kann endlich nach Hause zurückkehren. Ein erfolgreicher Besuch von Hazel führt dazu, dass Sam eine Familie findet. Bevor sie geht, schenkt sie Rudy als Dankeschön einen Glücksstein. Jetzt leitet Sam Marvins Supermarkt, und sie verbringt ihre Wochenenden mit Bob und Hazel als Familie. Trotz ihrer Vergangenheit mit schlechtem Glück hat Sam ihr größtes Glück in Form einer liebevollen Familie gefunden.